Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA The Lost and Damned. Im letzten Part haben wir für Elisabetta gearbeitet. Die Mission kennt ihr schon von Nico, ist schief gegangen, natürlich. Und jetzt haben wir einen Politiker, der für uns noch was hat. Mal sehen, was dieser Stubbs für uns hat. Politics heißt die Mission. Sehr allgemein. Do you have an appointment? No. I thought I'd inquire about a membership. Excuse me? Yeah. Under this ravaged, drug-addled exterior lies the heart of a reactionary prick, so I thought I'd fit right in here. I think you should leave, sir, before I call the police. I think you should leave, sir, before I... Dude, it is the 21st century. Let me tell you something. You've got a job wiping rich pricks' asses, and for some reason you seem a little pleased with yourself. Will you leave? Trust me, man, nothing would please me more. But I'm supposed to see Tom Stubbs, and well... He said to meet him here. Oh, Mr. Stubbs, sir. Okay, you only had to say so, sir. Follow me, will you? Mr. Stubbs is in the day spa, receiving some back work. Right you are. Ja, okay. Da passt natürlich so ein Biker hier überhaupt nicht rein. Jo, läuft bei dir, Kumpel. Eine richtig schöne Massage. Mr. Stubbs, a gentleman for you. Thank you, Levis. And thank you. Ja, genau, hau ab. You're David Grossman's friend. Oh yeah, we're old, old buddies. Love the old boy network. Yeah, I can imagine. So, what is it that you want? Could you excuse us, sugar? Okay, sure. And thank you. Best massage I ever had that didn't involve a happy ending or a poignant sense of guilt afterwards. Alter, kannst du dir vielleicht mal was anziehen? Tom Stubbs, how do you do? Well... Now that you mention it, I'm starting to feel a little queasy. Don't be pathetic. No secrets here, pal. Now listen, I'm in a bit of a bother sport. Well, I think they could fix that with surgery these days, you know? Can we stop with the jokes? Grossman tells me you're reliable. Grossman? That guy's an asshole. Look, I'm not going to insult your intelligence by pretending to be a good guy. I'm a politician. I'm a cynic. I'm very needy. I need people to like me. I need people to like me so that they elect me. I need people to elect me so that I feel marginally less bad about myself when I stare into the mirror. That being said, I try to do a good deed here and there. Democracy's a beautiful thing. Personally, I prefer a benign dictatorship. Without the pretense of choice. But let's leave the political discussion, shall we? Yes, let's. Unfortunately, an awful man has ensured that my chance of being re-elected is pretty much zero. Why? Blackmail? Not exactly. I need his money, and he hasn't died. What? You want me to kill your father? No, that's disgusting. How could you suggest such a thing? My father died years ago. Thank God. No, my uncle, that sanctimonious do-gooder, controls the family trust. Whoa, that's heavy, man. Yes. So is being arrested for drug running and spending the next 30 years in prison. You and your little gang, I mean. I see. You make a wonderful politician. I know. Now... You've got to get the old goat today. Make it spectacular. Make it appear as though it's a terrorist act. That'll do wonders for my campaign. Würde eine kleine Kugel nicht ausreichen? Levis will give you a package on the way out. Right. Oh, and Klebitz. Alter, steck dein Johannes weg. I am what I am. But I look out for those who help me. A blackmailer with a conscience. Beautiful. Es gucken Kinder zu, ey. Die wollen nicht deinen hässlichen Schwanz sehen. Ich zeig meinen schließlich auch nicht. Alter! Ein Raketenwerfer begibt dich bis 4.30 Uhr zum Rollfeld des Flughafens. Ja, okay, machen wir. Okay, schaffen wir. Wahrscheinlich, ja, zum Flughafen in Broker. Ja, fahren wir nicht im Weg rum, Junge. Beziehungsweise laufen wir nicht rum. Gibt's ja wohl nicht. Also ich meine, ich habe nichts dagegen, wenn Leute nackt sind. Ich bin da auch sehr liberal eingestellt.
Ich würde eigentlich auch fast den ganzen Tag zu Hause bei mir nackt rumlaufen, wenn ich nur nicht ab und zu mal die Fenster öffnen müsste oder ein bisschen Sonnenlicht sehen wollte, damit die Leute von außen, naja, die wollen das halt nicht sehen. Aber muss das denn so im Spiel sein, dass ich da irgendwie ein paar Sekunden lang seinen Schwanz samt Anhängsel sehe? Das muss doch nicht sein, ey. Bei Frauen gerne, gar kein Problem, aber bei den Typen muss das nicht sein. Dazu noch Politiker, naja. Aber wie gesagt, an sich habe ich kein Problem mit Nacktheit. Überhaupt nicht. Ist das Natürlichste der Welt, man wird nackt geboren. Wenn man keine Kleidung tragen würde, die ja künstlich ist, würden wir alle nackt sein. Dementsprechend halte ich sowas wie, ja, das ist unmoralisch oder sowas für vollkommenen Schwachsinn. Im Gegenteil, es ist das Natürlichste, was man machen kann. Du kannst Waffen, kugelsichere Westen und Munition in den Waffenläden kaufen. Ja, das ist mir durchaus klar. Aber ich will ja nur meine Leute hier supporten, deswegen würde ich mir Waffen erst bei Terry kaufen. Aber ich muss erstmal abwarten, bis ich ein bisschen Geld kriege. Könnte ich garantiert auch mit Rennen verdienen. Oh, wir haben noch von Stubbs eine Nachricht bekommen. Also irgendwas an diesen vorgetäuschten Terroranschlägen macht mich anklebert. Entweder du machst den Hubschrauber fertig, während er landet, oder du kümmerst dich auf den Konvoi, um den Konvoi auf dem Weg zum Flughafen. Ach ja, ich habe noch einen Mann am südwestlichen Tor, der dir helfen kann, wenn du bei der Startbahn nicht weiterkommst. TS3, ja, wie das Sprachprogramm. Jo. Dann machen wir mal, was er sagt. Ich glaube, wir haben ihn nicht so oft als Missionsgeber, meine ich. Vielleicht 2 oder 3 Missionen, ich weiß nicht. Allgemein ist The Lost and Damned deutlich kleiner als GTA 4. Das heißt, es wird nicht ganz so groß werden, dieses Projekt. Aber es ist was Schönes für zwischendurch und, naja, dann haben wir wenigstens die GTA-Serie der 4. Generation quasi. Naja, ist ja auch falsch. Der Helikopter landet, du musst einen Weg finden, um dein Ziel auszuschalten. Ich habe überall Zutritt, verstanden. So, dann müssen wir mal gucken. Feuer! Schön. Schaltet den Wichser aus. Ui, das ist nicht gut. Ich habe eine... Das Ziel ist tot und du wirst... wirklich zu den geöffneten Türen, ja. Ich habe gehört, dass zum Flughafen... Ja, okay, ich weiß. Der kann mir aufschließen. Schön und gut. Und ich habe sogar 4 Fahndungssterne. Alter Schwede. Jetzt muss ich ja wirklich hoffen, dass ich die durch Korruption loswerde, weil abhängen kann ich die definitiv nicht. Ah, ich wurde getroffen. Kann ich die Polizei denn loswerden? Ich versuche mal außerhalb des Fahndungskreises rumzufahren. Komm, die werde ich doch los, oder? Okay, es ist so programmiert, dass ich sie nicht loswerden kann, wie es aussieht. Yeah, really. So, mal gucken, wo ist jetzt dieses abgefuckte Tor? Schieß nicht auf mich, ja? Sonst schieße ich zurück. Weiß nicht, mit wem du es hier zu tun hast. Dem Vizepräsidenten des Lost MC. Ah, perfekt, nur noch 2 Sterne. Die können wir loswerden, würde ich sagen. Das ist nicht so schwer. Und dann haben wir auch unsere erste Stubbs-Mission schon erledigt. Ich wurde wieder ein bisschen getroffen, ist aber auch nicht schlimm. Ah, die Bullen sind in diesem DLC wesentlich hartnäckiger als im ersten Teil. Da bin ich mir ziemlich sicher. Guckt euch mal an, wie viele da auf der Karte sind. Also, naja. Dieser Typ, der hat echt einen Onkel von einem Biker ausschalten lassen, weil der, naja. Ja, ich glaube, er sieht uns nicht, der Polizeiwagen. Komm schon, hört auf, mich zu suchen, bitte. Hört auf, hört auf. Scheiße. Ah, wir haben es geschafft. Puh, das lief doch gut. Aber das war haarscharf, Digga. Rufen wir nochmal an, um sagen, dass wir Erfolg hatten. Okay, Clement. Give me the good news. I'm just about happy with the eulogy my researchers drafted up. Sadly, Stubbs, I'm not gonna be able to disappoint you. Your uncle is no longer with us. For my conscience's sake, I hope your lack of humanity is a genetic quality. He was a man of the people, a philanthropist, a pompous windbag, and an occasional Kenmite. Typical Stubbs, you might say. Sleep easy and drop into the club sometime soon. Gerne, aber ich würde gerne mal mich bei Terry erkunden, ob er vielleicht Waffen für uns hat.
Johnny, I need some of your merchandise. How soon can you get here? Leave it with me. I'll see you soon. Terry verkauft dir Waffen zu Vorzugspreisen. Triff Terry am T-Symbol, um Waffen zu kaufen. Okay, der ist jetzt hier relativ in der Nähe. Der verkauft die billiger und ich habe einen mobilen Waffenladen. Sowas ist doch schön. Okay, Ashley, die alte Schlampe, ruft an. Johnny Boy. John, I need some help. I ain't got a handout for you. Sorry. A handout ain't gonna fix it, Johnny Boy. Alter, bring dich doch um, wenn du Probleme hast. Nicht schlimm. Jesus, Ash, where are you? Some project on Wardite. Come quick, baby. I'll try. Shit, Johnny, I'm freezing my ass off here. Catching a look at this. Scheint so, als müssten wir die Ashley-Mission direkt machen. Alter! Voll der Bug. So, was haben wir denn hier? Schusssichere Weste. Die können wir uns kostenlos bestellen. Das ist alles nicht das Thema. Sturmgewehr, na. Reicht, Bro. Ich wollte nur eine Weste. So, und wie ist das jetzt? Wir müssen jetzt dieser verschissenen Ashley helfen, ey, Mann. Kann die nicht auf sich selber aufpassen, diese blöde Fotze? Naja. Müssen wir halt den Helden spielen, was auch immer mit ihr los ist. Wahrscheinlich ist es eine Lappalie verglichen damit, dass wir irgendwelche Raketen auf bekannte Leute schießen. Aber was soll's. Wie weit ist es denn? Okay, bis North Holland in Algonquin. Das ist jetzt nicht so weit. Aber es ist eine Drecksgegend. Es wird wohl auch eine kleine Schießerei geben. Alter, was hat die für Schwierigkeiten, ey? Kann doch wenigstens sagen, was sie für Schwierigkeiten hat. Die wird mich umbringen. Oder Schlimmeres. Alter, was könnte denn dir Schlimmeres passieren, als dich umzubringen? Verrat mir das mal. Ich könnte da zwar was sagen. Also für mich wäre es 100-mal schlimmer, wenn ich querschnittsgelähmt den Rest meines Lebens in irgendeinem verfickten Bett im Krankenhaus liegen müsste. Oder zu Hause, was weiß ich wo. Oder, keine Ahnung, was weiß ich. Also es gibt Sachen, die sind schlimmer als der Tod. Und die sind länger mit etwas zu leben, das einen sehr belastet. Und das ist, wenn du gefoltert wirst, wenn du was weiß ich was wirst. Ich bezweifle aber, dass in einem modernen Staat wie hier du gefoltert wirst oder sowas. Also zumindest so lange, dass es dein Leben wirklich extrem zerstören würde. Dementsprechend kann es hier eigentlich nichts Schlimmeres als den Tod geben. Es sei denn, jemand hat dir das Rückgrat gebrochen, da könnte ich dir dann auch nicht mehr helfen. Da sind auch die meisten Chirurgen mit überfordert. Ah, meine Fresse, ey. Immer nur Probleme mit dieser Stadt, gerade mit irgendwelchen drogensüchtigen Scheißweibern. Aber naja, wir müssen ja helfen, weil wir sind ja Ritter und bla 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 bla. Könnt mich alle mal hier. Ja, shit, 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 ne, solltest du auch kommen. Geh Treppen hoch und finde Ashley. So, okay. Wo ist die Treppe? Hier. Finde Ashley, ja. Wo soll ich wissen, wo sie ist? Ey, Kumpel, weißt du, wo Ashley ist? What the fuck are you doing here, man? You don't know who you're fucking with. Mach das ja nicht normal. Scheint auch Mitglied eines Clubs zu sein. Ich muss mich jetzt nicht hier ernsthaft durchballern, oder? Nee, hier nicht. Hier auch nicht. Schalte die Drogensüchtigen aus. Okay. Okay, diese Waffe ist doch ein bisschen ungeeignet wieder. Nehmen wir doch mal unsere automatische Pistole. Die ist doch schön. Hoffentlich sind es keine Angels of Death-Mitglieder. Ja, aber nur weil ich da bin, wahrscheinlich. Wo steckst du? Mann, 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 Ashley, was hast du dich denn für Scheiße reingeritten? Drogensüchtiges Mistkind. You sure know how to get me out, John.
sorry. Come here. Verpiss dich einfach. What's wrong? I don't want to hang out here. Can we go? I don't want to hang here neither. Then again, I'm not the one messing up my head on a week-long ice binge. I remember when you used to mess around at my place. It don't happen anymore either. Take me home, man. Crashing hard. Ja, selber schuld, wenn du Drogen nimmst. Bring Ashley nach Hause. Ja, okay, machen wir. Ich hoffe, du weißt es zu schätzen, dass wir wieder unter Einsatz unseres Lebens dich hier rausgeholt haben. Ja, ich würde dich töten. Ja, würde ich gern tun. Alter, was muss mit einem Menschen passieren, dass er so abgefuckt wird, ey? Leute, lasst die Finger von Drogen wie Crystal Meth. Raucht gelegentlich einen Joint, wenn ihr wollt. Meinetwegen zieht auch eine Line Kokain. Ist mir scheißegal. Von Meth solltet ihr die Finger lassen. Ist nur Mistzeug. Zumindest das, was man so auf der Straße kriegt. Wenn man echtes Pervitin nimmt, dann ist es vielleicht besser, aber... Weiß ich nicht. Ne, wurde ja auch im Zweiten Weltkrieg von Hitlers Truppen eingesetzt. Blitzkriege und sowas, ne? Soldaten mit Meth vollgepumpt, kampffähiger, unterdrückt Hunger und Durst. Also quasi alles das, was ein Soldat braucht, ne? Er ist richtig fit, er muss nicht schlafen, er braucht nichts zu essen und sowas. Hielt 2 Tage an, 2 Tage absolute Kampfmaschinen. Dafür sind sie dann locker 3-4 Tage ausgefallen, weil... diese Droge eben die restlichen Reserven des Körpers aufzehrt. Danach ist mit demjenigen nichts mehr zu gebrauchen. Weshalb der Einsatz auch auf die eher erste Phase des Krieges beschränkt war. Ab 1941 war es nicht mehr leicht, an das Zeug ranzukommen. Denn da wurde es vom Reichsopiumgesetz verboten. Beziehungsweise nicht wirklich verboten, sondern stark eingeschränkt. Endgültig verboten wurde es erst später. Im Nachkriegsdeutschland. Ja, komm, geh dich aufhängen, Mann. I did, Johnny boy. I did. I promise. I never lied to you. Come on, baby. That's crap. You know it. I never lied to you when I was sober. Well, my whole life's fallen to shit, sweetheart. I guess it was dumb of me to think this would be any different. I'm sorry. I know I ain't much. Stimmt. All yours, you do know that, baby, don't you? You say so. I love you, Johnny. Thanks for saving me again. Yeah, yeah. Hey, you know what? We're better than this. We can live better than this. Yeah, well, let's hope so. Say the word, honey. Take that bike, we'll ride off into the sunset, you and me. You, me, and that little habit of yours. You're my habit, Johnny. And you are ridiculous. Eigentlich sogar zum Bedauern. Drogensucht ist eine Krankheit. Zurück ins Clubhaus, wir müssen schlafen. Ashley ist ja zu benutzt, mit der habe ich keine Lust zu schlafen. Und naja, die nächste Stubbs-Mission wartet. Mal gucken, wen wir dann diesmal umbringen müssen. Den Rest seiner Familie wahrscheinlich auch noch. Oh cool, schon 3 Bikes. Na, stelle ich noch das letzte dritte dazu. Also es waren 2, jetzt sind es 3. Sprachfail, so und was Dummes. Wenn ihr wüsstet, was ich durchmachen muss, ey. Wenn ihr wüsstet. Aber naja. Ich würde sagen, ich beende dann den Part. Und im nächsten Part gucken wir, was Stubbs noch für uns hat. Bis dahin, viel Spaß noch auf meinem Kanal. Oh, Jim ruft an. Johnny, it's Jim. You wanna roll on some dead beats? What
with a fantastic idea, James. I'll see you at yours. Great, man. See you soon. Okay, ab jetzt können wir auch Bandenkriege durchführen, aber das werden wir genauso wie die Rennen auch nicht machen. Ich beende hier. Bis zum nächsten Mal. Ciao.